Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Ich habe Herzklopfen. Und das ist auch unser Thema heute Abend, Herzklopfen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die aktuell in einer Lebensphase sind, in der sie sehr, sehr, sehr viel Herzklopfen haben. Sei es aus Verliebtheit, vielleicht seid ihr gerade so wahnsinnig verliebt, dass ihr mir unbedingt davon erzählen müsst. Glücklich verliebt, ihr könnt ja auch so, ja, noch nicht so wissen, nicht so richtig vielleicht Bescheid wissen, wo es lang geht und ihr seid aufgeregt und habt Herzklopfen, weil ihr eurem Liebsten oder eurer Liebsten das noch nicht gesagt habt. Oder man kann ja auch nun wirklich auch Herzklopfen haben aus ernstem Grunde. Wenn man aufgeregt ist, wenn man Lampenfieber hat, wenn man vielleicht eine Diagnose erwartet oder wenn eine Prüfung bevorsteht oder was auch immer. Also Herzklopfen ist unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann wählt unsere kostenfreie Telefonnummer und dann können wir uns vielleicht gleich in der Sendung unterhalten oder mailt domian@wdr.de. Herzklopfen. Mein erster Anrufer ist Dominik. Hallo Dominik. Ja, hi Domian, hallo. 22. 22, ja. Und Herzklopfen. Und Herzklopfen sehr arg heute gehabt. Und zwar, ich war beim Deutschland sucht den Superstar-Casting. Eieiei. Ja, ja. Die casten schon wieder im Moment? Ja, die casten schon wieder. Ja, das ist schon das, war schon das vierte oder fünfte Casting jetzt. War Mallorca, Ibiza, München und Hamburg, glaube ich. Und jetzt war Frankfurt dran. Und du warst in Frankfurt? Also ich war in Frankfurt. Es war vor einer Woche, war ich beim Pre-Casting. Ja. Da kamen 400, waren da. Ja. Und ich kam unter die besten 15. Wow. Ja, und Heute warst du wieder da und musstest vor Dieter Bohlen vorsingen? Ja, ich durfte heute vor Dieter Bohlen vorsingen. Und durftest oder musstest? Ich wollte, weil es ja mein Traum ist. Gott, ja, da hat man wahrscheinlich aber wirklich Herzklopfen, ne? Wenn man ja, natürlich. Also da saß nicht nur Bohlen, sondern diese Jury, die man auch im Fernsehen sieht. Also die, wo man im Fernsehen sieht, die Anja Luskewa. Ja. Und der Bär, also der Manager von den Fantastischen Vier. Ja. Und da habe ich vorgesungen vor der Jury. Lass mich mal fragen, wie geht das denn? Sitzen die da in einem Raum, in einem großen Raum? Also die Jury sitzt in einem großen Raum. Ja, und dann Und dann läuft man da rein, da muss man sich auf den Stern stellen, was man auch im Fernsehen immer sieht eigentlich. Wer ist denn da außer ein paar Kameraleuten noch in dem Raum? Also Security-Leute habe ich gesehen. Ja. Und also noch Kameraleute und so Leute sitzen halt da drin rum. Also ein paar Zuschauer schon. Ja, wahrscheinlich ja, sind es Mitarbeiter. Nicht, nee, halt mit Mitarbeiter wahrscheinlich. Mitarbeiter und so, ja. Mensch, und dann kommt man da rein, dann geht die Tür auf, dann geht man rein. Ja. Und was sagt man dann? Guten Tag. Ja, ich bin dann vorgegangen, habe den drei Leuten die Hand gegeben. Ach so, das darf hab man. Habe mich vorgestellt, habe gemeint, hallo, ja, da hab ich gedurft. Ja. Und dann habe ich mich halt hingestellt und habe ich vorgesungen. Und was hast du vorgesungen? Ja, ich habe von Sunrise Avenue Fair Tale Gone Bad gesungen. Kenne ich, glaube ich, jetzt nicht im ersten Moment, aber singt man ein Lied oder mehrere? Also es kommt drauf an, wie es denen eigentlich gefällt. Also wenn es denen gefällt, singt man nur eins, wenn es denen nicht so gefällt, mehrere. Oder wollen halt einfach wissen, was hat der Junge alles drauf oder das Mädchen. Ja, wie viel hast du gesungen? Also ich habe eins nur gesungen. Eins gesungen? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Domian, also die Kritik von den drei, also war nicht normal, weil Wie haben dich denn bewertet, nachdem du gesungen hattest? Also ich muss ehrlich sein, nicht so gut. Ja, also was hat der Bohlen denn zu dir gesagt? Also, dass es halt ihm nicht gefallen hat, dass ich angeblich nicht die Töne getroffen hätte, aber und solche Sachen, aber das stimmt gar nicht, weil ich auch Gesangsunterricht nehme und mein Gesangslehrer sieht es ganz anders. Wie lange hast du gesungen? Eine Minute, zwei Minuten? Also circa 1,5 Minuten. Sing uns doch auch mal kurz was vor, nicht so lang. Ein bisschen, weil ich heute die Stimme schon sehr beansprucht habe. Ja, nur mal so ein bisschen. Und ich bin sehr heißer. Ja, wir versuchen das. Aber Dominik, nicht 1,5 Minuten, das ist zu lang. Nur mal so einen kleinen Eindruck, vielleicht den Refrain oder okay, so. Okay, aber es kann vielleicht sein, dass die Stimme ein bisschen jetzt ein bisschen auch kaputt klingt jetzt am Telefon. Okay, wir berücksichtigen das. Okay, ich fange an. Ja. This is the end, you know. Late in the plans we had ran all wrong. We are nothing but fight and shout and tears. We got to the point I can't stand. I have it to the limit, I can't be your man.
I am more than a minute away from walking. Ja. We can cry the pain away. Ja, okay. Also das kann man, also ich finde, das klang ganz ordentlich. Das ist natürlich, okay, am Telefon ist das natürlich schwierig zu beurteilen, weil es ist natürlich überhaupt nicht klar. Aber so für den ersten Eindruck fand ich das schon okay. Ja, waren die denn, also Bohlen hat schlecht über dich gesprochen und die anderen auch, oder? Ja, die anderen beide sind ja einfach so, muss jetzt ganz knallhart raus sagen, sind ja nur so Nachtkappen, wo da dabei sitzen, so ein Superstar, dreht sich ja eigentlich nur um Dieter Bohlen, das Format. Du möchtest nicht sagen, das ist Staffage. Ja, schon, das ist einfach, ja. Das dreht sich alles um Dieter Bohlen, das könnte man auch nicht, normal müsste man sagen, Dieter Bohlen castet. Nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern Dieter Bohlen sucht den Superstar. So muss man das sagen. Was heißt das denn jetzt? Bist du jetzt draußen oder wie? Also von 40 Leuten kamen heute genau 3 Stück weiter. Und du nicht? Leider nicht. Mann. Und ich habe auch mit Dieter Bohlen eine ganz, ganz knallharte Auseinandersetzung gehabt. 20 Minuten lang ging das. Und ich glaube auch, dass das... Wie? Nach deinem Auftritt? Nach meinem Auftritt habe ich mit dem 20 Minuten... Echt so lange Zeit lassen die sich? Ich dachte, da würde man gnadenlos dann raus komplimentiert und die nächsten... Ja, natürlich, aber ich bin stehen geblieben, hab darauf bestehen, dass ich mir das nicht gefallen lasse, dass ich mir das nicht bieten lasse. Ja. Und habe denen auch voll meine Meinung gedrückt, in dieser Bohlen vor allem. Und da kam dann 20 Minuten lang eine knallharte Auseinandersetzung. Ich glaube, das wird auch bestimmt... Das vergisst er nie. Zu sehen sein. Das wird er nicht mehr vergessen. Das wird er nicht mehr vergessen. Also ich bin... Er ist bei mir unter die Gürtellinie gegangen und ich bin bei ihm unter die Gürtellinie gegangen. Also, auf jeden Fall eine mutige Sache, dass du es bis dahin geschafft hast und durchgezogen hast. Erstmal Kompliment dafür. Mhm. Herzklopfen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da wirklich stirbt vor Aufregung, vor Lampenfieber vorher. Aber du bist ambitioniert, ne? Du hast gerade gesagt, dass du Gesangsunterricht hast und du willst Sänger werden. Natürlich, das ist mein größter Traum, berühmt zu werden. Gut, dann ist das jetzt ein Versuch gewesen. Manche, viele, viele große Stars haben auch viele Versuche gemacht. Und vielleicht klappt es beim nächsten, beim übernächsten oder beim fünften Mal. Wer weiß es? Okay, bist du noch jung? Ganz kurz. Und zwar kann ich noch ganz kurz was erzählen. Geht es? Ja, leg mal los. Und zwar, ich habe noch Herzklopfen, ganz arg. Aha. Das wollte ich auch noch ganz kurz erzählen. Und zwar, ich bin verheiratet. Aha. Und ich habe mit meiner Frau, könnten mir auch jetzt gerade die Tränen kommen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Neben dem Deutschland sucht den Superstar-Kram, sage ich jetzt extra. Ja. Meine Frau ist seit 4 Wochen jetzt schon weg von mir. Wir hatten sehr viel Streit. Mhm. Und meine Frau, ich habe jetzt auch gehört, dass sie jetzt im 3. Monat schwanger ist. Ja. Und da habe ich auch sehr arg Herzklopfen, weil wir telefonieren jeden Tag, kommen auf keinen grünen Zweig. Oh weia, das ist natürlich hart. Mhm. Weißt du, Domian, und das ist alles sehr, sehr schwer für mich. Ja. Im Moment. Gibt es eine Chance, dass sie vielleicht zurückkommt? Wir telefonieren jeden Tag, aber wir kommen einfach auf keinen grünen Zweig. Wo ist denn die Ursache des Übels? Kannst ja, das war so, dass halt es bei uns sehr, sehr schnell ging. Wir haben uns am 1. April sind wir zusammengekommen, eine Woche später ist sie zu mir gezogen. In diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr. Gleich geheiratet, also, gleich schwanger geworden? Ja, wir haben am 3.8. geheiratet, dann gleich schwanger geworden. Wir haben uns sogar neben uns tätowiert. Sie, der Name von mir, ist der Name von ihr, mit Love You Forever und das Datum von uns. Ist alles ein bisschen zu schnell gewesen, ja. Ne? Sie hat auch ihre Ausbildung hingeworfen, sie ist 100 Kilometer zu mir gezogen. Alles falsch. In einem halben Jahr. Alles falsch. Alles falsch, ja. Und jetzt stehen wir halt da, sie ist schwanger. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Sonst könnte man sagen, okay, Fehler gemacht, lahmen wir draus fürs nächste Mal, aber nur ist sie schwanger und jetzt müsst ihr euch irgendwie zusammenraufen. Irgendwie muss ein Weg gefunden werden. Weißt du, Mian, ich liebe sie auch wirklich. Und, ja. Aber ich kann. Sie dich denn auch? Wie bitte? Sie dich denn auch? Ja, natürlich, sie liebt mich auch, aber ich weiß halt nicht, Domian, wir kommen einfach und wir telefonieren jeden Tag. Und wir kommen einfach auf den grünen Zweig. Wir haben eine eigene Wohnung. Sie ist schon 4 Wochen bei ihrer Mutter. Aber also, dann wäre es vielleicht gar nicht so dumm, wenn ihr euch mal jemanden suchen würdet, der mit euch zusammenspricht. Also so wie du jetzt mit mir redest, dass ihr beide da sitzt und ihr zu dritt mal über die Geschichte redet, was da los ist. Dass ein fachkundiger Mensch euch mal so ein bisschen führt oder zueinander führt und das Ganze aufdeckt. Da würde ich dich gerne aber nochmal zurückrufen lassen von meiner Psychologin. Die kann dir in Frankfurt wohnst du, ne? Nein, ich wohne nicht in Frankfurt, ich komme aus Germersheim. Ja, ist ja wurscht. Also da irgendwo in der Gegend so eine Beratungsstelle nennen und dann geht ihr ganz einfach mal dahin. Es kostet nichts und ihr könnt es mal ausprobieren. Mhm. Vielleicht findet ihr einen Weg. Weil ich denke einfach, wir haben geheiratet und wir bekommen ein Kind und ich denke einfach,
Ich habe eine scheiß Kinder durchgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und deswegen will ich meinem Kind einfach alles geben. Gut, da muss man auch alles, da muss man alles versuchen, auch das Ganze nochmal hinzubiegen. Und wir sind ja gerne behilflich im Rahmen dessen, was wir dir anbieten können. Dafür legst du bitte auf, Dominik. Danke, und gerade noch eins. Und nee, jetzt, ich muss gleich, du wirst von Sabine zurückgerufen. Mhm. Ich wünsche dir für die Karriere alles Gute. Okay, und vor allen Dingen alles Gute und alles Liebe für deine Freundin und auch für dein Kind. Was dann okay, und die Sendung von dir ist wirklich spitze und mach weiter so. Dankeschön. Respekt von mir. Sehr nett von dir. Okay, alles Gute, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt Herzklopfen. Wer von euch hat aktuell sehr großes Herzklopfen, weil er vielleicht sehr verliebt ist, weil die Liebe erwidert wird? Dann überschlägt sich das Herz ja bisweilen. Oder weil die Liebe nicht erwidert wird, dann hat man auch Herzklopfen. Oder vielleicht habt ihr auch Herzklopfen, weil irgendwas Ernstes angestanden hat. Vielleicht etwas sehr Ernstes sogar, dass ihr eine Diagnose bekommt bald. Oder so, wie das Dominik gerade erzählt hat, dass ihr vielleicht gerade Herzklopfen hattet, weil ihr eine sehr extreme Situation meistern musstet. Wie auch immer. Also, Herzklopfen. Herzklopfen kann man ja verbinden mit Liebe und man kann es verbinden mit Angst und Stress. Also, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist die Laila, 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Oder guten Abend. Ja, Laila, schön, dass du da bist. Mein Thema, Herzklopfen im positiven Sinne. Ja. Nämlich? Also, ich führe eine Fernbeziehung seit 2 Jahren. Wie fern ist denn die Beziehung? Nordafrika, Tunesien. Nein, so weit? Stopp, ich bin seit 2 Jahren mit ihm zusammen, bin schon 36 Mal hingereist. Nach Nordafrika? Ja, 36 Mal. Und ich bin selbst Tunesierin. Ach so. Das ist also auch deine Heimat? Richtig. Ja. Also, bin eher eigentlich schon fast deutsch, aber würde mich auch vom Äußerlichen gar nicht erkennen, dass ich Tunesierin bin. Ja. Aber er ist ein Tunesier. Richtig, ja. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich. Das beweist für mich auch, dass es wirklich Liebe geben kann und Herzschmerz und Herzklopfen. Ja. Also viele Beziehungen in Deutschland hört man ja und wird breitgetreten, Scheidung etc. Ich muss ehrlich sagen, das tut einem echt weh, wenn man das so bei meinen Freunden sieht oder bei anderen Frauen. Okay, das soll jetzt nicht heißen, dass ich das nicht respektiere oder akzeptiere. Lass uns mal ein bisschen über dich reden. Das ist ja eine interessante Sache, wenn du seit 2 Jahren eine Fernbeziehung dann noch Afrika hast. Was macht er da? Was macht er vom Beruf? Er ist auch selbstständig, aber natürlich in Dinars, nicht in Euro. Ja, was macht aber, er? Was macht er? Er ist im Tourismusbereich tätig. Ach so. Achso, also das ist ja gleich schon wieder ein Stichwort. Er ist im Tourismusbereich tätig. Das heißt, er ist konfrontiert mit vielen, wahrscheinlich auch oftmals attraktiven Frauen. Das interessiert mich. Für mich persönlich, ich kenne ihn. Also du hast da das große Vertrauen, dass er da nicht schwach wird und die Laila vergisst in Deutschland. Die Laila ist in dem Sinne blond und sieht nicht so aus wie eine Tunesierin. Und ich glaube, das verbindet ihn, diese Mischung. Ach so. Dass es eigentlich diese Tunesierin ist, die nicht so gleich aussieht wie eine Tunesierin. Das heißt, er hat diese Touristin eigentlich in... Ja. So, und ihr beide seid euch, du auch, absolut treu? Oder gibt es auch schon mal so ein bisschen, dass man mal sich ein Leckerchen irgendwie gönnt? Domian, wenn du in Tunesien wärst und ich würde dich 36 Mal in 2 Jahren besuchen, hättest du da irgendeine Chance? Nein, ich hätte auch gar kein anderes Bedürfnis. Nein, weil ich besuche ihn ja fast jedes Wochenende. 36 Mal, ich habe gerade im Hinterkopf überlegt, das ist ja richtig viel. 36 Mal und wir telefonieren bestimmt. Also jetzt in 2 Jahren habe ich 12.000 Euro vertelefoniert. Ich wollte gerade fragen, wie finanzierst du das? Hast du ganz gut Kohle? Ich bin Hairstylistin für Haarverlängerungen, für Theaterdarsteller, Künstler. Und bist gut im Geschäft? Ja, ich musste das aber leider aufgeben, weil ich habe ihn davon überzeugt, nach Deutschland rüberzuziehen. Und da die Behörden wollen das so haben, dass ich einen festen Arbeitsvertrag habe. Mhm. Ja? Mhm. Dadurch muss ich das leider aufgeben, weil ich nicht 3 Bilanzen habe. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube an uns. Das ist wirklich der Mann, das ist nicht dieser typische Araber. Sehr viele haben ja Vorurteile. Ja. Es ist eben der Mann, der wirklich Herzklopfen hat, Herzschmerz hat. Und ich könnte mir vorstellen, jedes Mal, wenn du dahin fliegst und er holt dich wahrscheinlich vom Flughafen ab. Oder ich überrasche ihn. Weil du überrascht, dass dir die Flatter geht und ihm dann auch. Also, wenn ich im Flugzeug sitze auf dem Hinflug, muss ich ehrlich sagen, ich habe Herzklopfen, Herzschmerzen, am Weinen vor Freude.
aber wenn ich zurückfliege, muss ich dir ehrlich sagen, wenn dann wirklich, wenn ich das sehe, schon, wenn die alles verschließen und verriegeln und das ist traurig. Boah, das ist das ist wirklich traurig. Zerreißend. Aber kann es sein, dass diese Liebe zwischen euch beiden so vital ist nach 2 Jahren noch, eben weil ihr getrennt seid und so weit auseinander wohnt? Richtig. Und dass diese Vorfreude, dass wir diese das ist toll, ja. Zweisamkeit, dass wir eines Tages eins sein werden in Deutschland, diese Vorfreude ist unglaublich. Dann weiß man das eines Tages zu schätzen. Und du hast keine Angst, dass irgendwann, wenn ihr mal euch jeden Tag auf der Pelle sitzt, dass ihr euch dann irgendwie auf die Nerven gehen könntet? Ich muss dir eins sagen. Ich finde, in einer Beziehung leitet 70% die Frau die Beziehung. Ja? Sie leitet, sagst du. Ja, ich leite die Beziehung. Ja. Ich weiß, wie ich mit ihnen umgehen muss und sollte. Ah, ja. Ja? Ah, ja. Weil, du weißt, ihn zu nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Aber das war noch nicht die Antwort auf meine Frage. Ob du Angst hast, dass ihr euch auf die Nerven geht? Nein. Nein. Nein, warum denn nicht? Weil ich einfach so eine pfiffige Person bin. So. Ich bin nicht diese typisch arabische Frau, sondern ich bin eigentlich total etwas fortgeschritten und integrierte Persönlichkeit. Ja. Also, aber das Ziel ist auf jeden Fall, dass er irgendwann nach Deutschland kommt. Auf jeden Fall. Und meinst du denn, dass das für ihn, war er denn schon öfters zu Besuch hier? Er war 2-mal zu Besuch, Domian. Und gefällt ihm das denn hier? Es ist sehr hart für ihn, klar. Ich bin seine einzigste Bezugspersönlichkeit. Die Mentalität, das Land, das Klima, alles ist komplett anders. Richtig, aber er kann perfekt Deutsch, dadurch, dass er im Tourismusbereich tätig ist. Schon mal gute Voraussetzung. Auf jeden Fall. Ja. Kann perfekt Englisch und Französisch, Arabisch. Ja. Und für ihn ist es kein Problem, irgendwo einen Job anzunehmen. Ja. Also ist nicht so einer, der Däumchen dreht und sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock zu arbeiten oder ja, so. Ja. Also wir wollen schon eines Tages wieder zurück, da wo wir uns kennengelernt haben. Ach so, also das ganz ferne Ziel ist dann irgendwann gemeinsam aus Deutschland wieder wegzugehen nach Tunesien. Genau. Ihr beiden. Und nochmal auf das Thema Herzklopfen zurückzukommen. Es ist für mich einfach nur sehr, sehr schmerzhaft mit anzusehen in Deutschland. Also nicht alle, sondern größtenteils. Ich will niemandem zu nahe treten. Mhm. Das ist Herzschmerzen hier. Jede Frau, also zu so 50% herrscht, weil die Männer irgendwie Scheiße bauen. Ja, ja. Die Männer bauen nicht irgendwie... Ich glaube nicht, dass das ein typisch deutsches Phänomen ist. Überall auf der Welt. Eben. Aber man muss für die Beziehung kämpfen. Ja, das ist natürlich richtig. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch beschissene Tage. Ja. Entschuldigung, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Aber dann habe ich mich immer wieder aufgerafft und gesagt, ich kämpfe für die Beziehung. Ich merke schon, eine absolut euphorisch verliebte Frau noch nach 2 Jahren. Auf jeden Fall. Unsere blonde Laila. Ich möchte an alle appellieren draußen, also kämpft für die Liebe und lässt euch nicht irgendwie von anderen beeinflussen. So, das ist doch ein schönes Wort. Kämpft für die Liebe. Auf jeden Fall. Ich danke dir für deinen Anruf und du grüßt mir deinen Liebsten sehr herzlich. Mach ich. Unbekannterweise und ich wünsche euch alles Glück der Welt. Mach ich. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hey, das war aber eine turbo-verliebte junge Frau. Hier ist Raphael. Raphael ist 31. Guten Morgen. Ja, guten Abend. Hallo, Raphael. Ja, also ich habe auch ständiges Herzklopfen, weil ich unter Angstzuständen leide. Ah ja, jetzt haben wir die ganz andere Seite des Herzklopfens. Ja. Jetzt ist die Euphorie vorbei, sondern jetzt geht es um eine Krankheit. Ja. Du hast Angstzustände. Mhm. Und die wirken sich dann auf den Körper so aus, dass du Herzrasen hast. Genau. Ja. Raphael, wann hast du Angstzustände? Also jetzt gerade eben habe ich auch wahnsinniges Herzrasen. Weil du auch aufgeregt bist jetzt vor dem Gespräch. Ja, auch. Das ist auch völlig normal, ja. Aber ich habe das auch während des Tages. Also ich habe Probleme aus der Wohnung rauszugehen und auf andere Menschen zu treffen. Mhm. Lebst du denn hauptsächlich in der Wohnung? Ja, also ich bin zurzeit in einer Phase, wo ich mich auch aus der Wohnung raustraue. Ja. Aber ich habe auch Phasen, wo ich 2 bis 3 Monate gar nicht aus der Wohnung rausgehe. Das heißt, du bist nicht berufstätig? Zurzeit nicht, nein. Ja, was hast du früher gemacht? Garten- und Landschaftsbau. Garten- und Landschaftsbau, das ist ja eigentlich ein sehr schöner Beruf, wenn man in der Natur ist und mit Pflanzen zu tun hat und so weiter. Seit wann ist das so akut? Seit ungefähr 8 Monaten. Ach, länger noch nicht? Nein, also ich habe die Angstzustände eigentlich schon seit meiner Kindheit, ne? Mhm. Aber jetzt so seit 8 Monaten ist das also schon so weit fortgeschritten, dass ich ja gar nicht mehr aus der Wohnung rausgegangen bin. Dann bin ich irgendwann mal in die Psychiatrie gegangen und habe dort einen Arzt gefunden, der mich auch behandelt. Und seitdem geht das mir auch etwas besser. Ne? Mhm. Aber das habe ich jetzt nicht
so verstanden, dass du warst jetzt nicht 8 Monate nicht raus. Nein, aber ich war 2 bis 3 Monate ja, nicht raus. Dann, ja. Und bist in deinem Beruf jetzt auch ungefähr 8 Monate nicht mehr? Ja, ungefähr. Ungefähr. Ja. Ja. Hast du eine Freundin, eine Frau? Ja, ich bin verheiratet. Ne? Auch mit, habt ihr auch Kinder? Nein, Kinder haben wir nicht. Wie geht deine Frau damit um? Das ist also sie hat auch große Probleme, weil das sehr viel mit Stress verbunden ist, weil sie muss ja auch die ganzen Einkäufe zum Beispiel tätigen oder auch Termine wahrnehmen, die notwendig sind. Das fällt ihr natürlich auch schwer. Ne? Du sagtest gerade, dass du in der Psychiatrie warst. Ja. Da, bist du auf Anraten eines Arztes dorthin gegangen oder bist du freiwillig gegangen? Also von dir aus direkt? Ja, ich bin freiwillig dahin gegangen. Und beschreib das mal, wie das für dich da war. Also es war sehr schwierig, weil ich habe natürlich auch da Ängste gehabt, auf welchen Arzt ich treffen könnte. Und da habe ich also große Probleme gehabt, habe aber das Glück gehabt, dass ich einen verständnisvollen Arzt auch gefunden habe. Und ich glaube schon, dass die Behandlung auch ihre Früchte trägt. Ne? Ja, wie lange warst du in der Psychiatrie? Also ich war früher mal, vor 2 Jahren war ich auch stationär behandelt worden, aber zurzeit nur ambulant. Ne? Ja, und dieser Arzt, den du da nett findest, mit dem hast du auch jetzt noch Kontakt? Ja, mit dem habe ich Kontakt, ja. Und wie behandelt der dich, mit Medikamenten auch? Also ich habe eine Zeit lang Medikamente bekommen, aber dann ging das mir auch besser und da wurden die auch abgesetzt wieder. Ne? Und im Moment? Im Moment nehme ich auch keine Medikamente. Keine. Und das ist auch im Sinne des Arztes, oder meint er? Ja, das ist auch im Sinne des Arztes, ja. Ja. Wie oft siehst du diesen Arzt? Alle 2 Wochen. Und das sind dann so längere Gespräche, die du mit ihm führst? Eine Stunde. Eine Stunde, ja. Aber dir geht es im Moment nicht so gut, sagst du? Mir geht es im Moment nicht so gut. Ja. Würdest du sagen, dass sich der Zustand so in den letzten Wochen wieder verschlechtert hat? Also die Tendenz ist eher so, dass es sich etwas verschlechtert hat. Ich muss also aufpassen, dass ich wieder nicht in so ein riesiges Loch falle. Ne? Und ich mache zum Beispiel auch so ein Angsttagebuch für mich. Da schreibe ich also ganz genau auf, welche Situationen diese Ängste hervorrufen, wie stark die Ängste sind und so Form der Selbstbewältigung. Ne? Kannst du mir sagen, was dir am meisten Herzklopfen bereitet, also am meisten Angst bereitet? Also wenn ich zum Beispiel daran denke, rauszugehen in die Stadt oder irgendwas zu erledigen, dann habe ich immer Angst, angesprochen zu werden von irgendwelchen fremden Menschen. Ne? Ah, ja. Oder auch wenn ich zum Beispiel mit einem Bus unterwegs bin, dass die Menschen glauben, ich bin irgendwie anders, also ungewöhnlich, dass man mir diese psychische Erkrankung ansieht auch. Ne? Wenn dich jemand Fremdes ansprechen würde auf der Straße, zum Beispiel um dich nach dem Weg zu fragen, wie wäre das für dich? Das ist unterschiedlich. Also wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich zum Beispiel weiter und reagiere überhaupt nicht. Aber wenn ich in einer Phase bin, wo es mir gut geht, dann versuche ich auch den Weg zum Beispiel zu erklären. Aber wenn ich angesprochen werde, habe ich also auch wahnsinniges Herzklopfen zu machen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du schon eigentlich seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten etwas damit zu tun hast, mit der Angst. Ja. Hast du auch jetzt als Resultat der Gespräche mit deinem Psychiater, hast du irgend so eine Spur, woher das rühren kann, was der Auslöser für diese Erkrankung? Das liegt an meinem Elternhaus. Also meine Eltern haben mich sehr unselbstständig erzogen. Das heißt, sie haben alles für mich gemacht. Ne? Das heißt, ich war 5, 6 Jahre alt, da habe ich erst das erste Mal gegessen. Sie haben mich gefüttert sehr lange Zeit und haben mir eigentlich alle Dinge des Alltags abgenommen. Ne? Ah ja. Und durch diese Unselbstständigkeit bin ich auch sehr verunsichert und vielleicht liegt das auch daran, dass ich vor alles und jenes halt Angst habe dann. Aber du hast deinen Beruf, du hast die Lehre absolviert und abgeschlossen alles und hast auch viele Jahre dann in deinem Beruf schon gearbeitet. Ja, das kann man so sagen, ja. Ja. Nun ist das ja auch ein Beruf wiederum, da ist man ja auch, so stelle ich es mir vor, nicht unbedingt so mit ganz vielen Menschen zusammen. Man kann so für sich alleine seinen Kram machen. Ist das so? Das stimmt, ja. Also wir haben zum Beispiel auf Wassergräben so in Wassergräben gearbeitet und so den Schlamm rausgezogen und so. Und dann, auch wenn man mit Menschen arbeitet, man kann sehr für sich selber so sein. Verstehe, ja. Hast du Angst um deine Ehe wegen deiner Erkrankung? Ja, natürlich. Es gibt ja auch oft Streitpunkte deswegen, ne? Klar. Weil einerseits toleriert sie das auch, also meine Partnerin, aber andererseits auch nicht. Ne? Könntest du dir denn vorstellen, dass vielleicht, oder hast du das mit deinem Psychiater auch schon besprochen, dass vielleicht nochmal ein stationärer Aufenthalt dir helfen könnte? Ja, also er meinte, wenn das sehr akut wäre, dann wäre das angebracht. Aber wenn die Situation so bleibt,
dass ich noch so Gruppen auch besuche. Ich nehme also auch an Angstgruppen teil und auch Depressionsgruppen. Ne? Und solange ich das also alles mitmache, dann ist ein Aufenthalt nicht notwendig. Ne? Also ich finde das erstmal sehr, sehr gut. Das ist ein großes Glück, wenn du einen Psychiater gefunden hast, zu dem du richtig Vertrauen hast. Ja. Denn das ist schon die halbe Heilung, glaube ich. Wenn man einen Arzt hat, wo man sich wirklich fallen lassen kann, wo man sich öffnen kann, wo man sich nicht schämen braucht und so weiter. Mhm. Und wenn dieser Mann dich jetzt richtig führt, mit den Gruppen finde ich gut, was du gerade gesagt hast, oder wenn er auch meint, es wäre vielleicht nochmal gut, in die Klinik zu gehen für eine gewisse Zeit, dann solltest du das dann auch machen, ne? Ja, natürlich. Ja. Dennoch ist es im Moment eine belastende Situation für dich. Und ja, auf jeden Fall. Ich habe also auch in der Vergangenheit halt die Ängste auch mit Alkohol versucht, so weniger zu machen. Ne? Aber das hat natürlich auch nichts gebracht. Nee, das macht es ja nur schlimmer letztendlich. Ja, und dann habe ich jetzt also seit vielen Monaten auch keinen Alkohol konsumiert. Aber da muss man natürlich diese Ängste auch aushalten. Dann. Ja. Gab es sonst irgendwie noch andere Süchte, dass du irgendwie Drogen genommen hast oder Medikamente im Übermaß? Tabletten habe ich also auch, Benzodiazepine, Beruhigungsmittel habe ich also auch konsumiert, weil das natürlich die Angst auch wegnimmt. Aber das ist im Moment alles runtergefahren oder es findet gar nicht statt? Das findet nicht statt. Und wenn Medikamente, dann nur in Absprache mit deinem Arzt? Ja, natürlich. Ja. Mensch Raphael, dann wünsche ich dir wirklich, dass du da bald wirklich auf einen grünen Zweig kommst, zusammen mit deinem Arzt. Ich glaube, dass du psychologisch und psychiatrisch sehr gut versorgt bist, sodass ich dir kein Gespräch mit meiner Psychologin mehr anbieten brauche. Ja, ist richtig. Ja. Hat der Arzt denn so eine Prognose gesagt, was er meint, wie lange das ungefähr noch dauern wird, bis du so einigermaßen wieder im Lot bist? Also wahrscheinlich werden die Ängste auf ein ganzes Leben anhalten, aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen, dass sie auch weniger werden. Ja, und da hat er noch keinen Zeitraum gesagt, ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen. Nein, er hat noch keinen Zeitraum gesagt, hat mir aber vorgeschlagen, eine Psychotherapie noch zu machen, wo also auch Spezialisten am Werk sind, die noch mehr Zeit haben, sich damit zu befassen. Ja. Und ich erhoffe mir da natürlich eine ganze Menge von. Ne? Also Raphael, hört sich gut an, wie du da versorgt bist. Das finde ich beruhigend. Das ist nicht immer so. Und viele Leute suchen so lange nach guten Ärzten und Psychiatern und finden sie nicht. Ich wünsche dir von hier aus alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen, dass das Herzklopfen dann ein bisschen reduziert wird und du dann auch hoffentlich bald wieder in deinen Beruf zurückgehen kannst. Ja, vielen Dank. Alles Gute für dich und deine Frau. Ein großes Lob an deine Sendung nochmal. Dankeschön, Raphael. Okay, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt zu unserem Thema Herzklopfen, wenn ihr vielleicht groß verliebt seid, wenn ihr ja vielleicht auch unglücklich verliebt seid, hat man ja auch Herzklopfen. Oder wenn ihr eine Krankheit habt, so wie das gerade der Raphael erzählt hat, oder wenn ihr Angst habt vor einer Entscheidung oder vor einem Ergebnis, einer Diagnose, was auch immer. 0800 220 5050. Hier ist Steffi. Steffi ist 20. Hallo Steffi. Hallo Domian. Hallo Steffi. Herzklopfen? Ja, aber ganz schön gewaltig. Erzähl mal, warum? Ja, und zwar, ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr als Altenpflegerin und arbeite im Altenheim. Ja. Und mit mir zusammen hat letztes Jahr im August ein junger Mann oder Junge angefangen. Und seitdem ich ihn eigentlich das erste Mal gesehen habe, habe ich eigentlich Herzklopfen. Also Liebe auf den ersten Blick? Ja, so ungefähr. Wie alt ist denn der Knabe? Er ist 25. Naja, das ist doch schon mal ein schönes Alter. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, das Herzklopfen hält jetzt an seit einem Jahr. Voriges Jahr im August, sagst du, hat er angefangen. Ja, genau. Und er weiß, also ich hoffe, er weiß nichts davon oder irgendwie wünsche ich mir auch innerlich, dass er doch schon was davon weiß. Ja. Also ich traue es mich ihm irgendwie nicht so wirklich zu sagen, weil ich irgendwie Angst habe, dass er mich auch irgendwie so in der Art abblitzen lässt, dass dann irgendwie unsere Arbeit oder unser gemeinsamer Spaß, den wir da auch irgendwie zusammen haben bei der Arbeit, wir arbeiten auf einer Station und sind halt auch viel da zusammen, dass das irgendwie dann so darunter leidet. Verstehe, das ist wirklich immer in der Tat ein Problem, wenn man zusammen arbeitet und sich dann vielleicht jemandem offenbart. Und das dann nicht funktioniert, da muss man schon sehr souverän sein, dass man das dann irgendwie wieder alles ganz normal laufen lässt. Aber lass uns mal ein bisschen über die Sache reden. Ja. Also du bist wirklich seit einem Jahr, hast du den richtig, richtig im Kopf. Und, ja, auf jeden Fall. Und denkst viel an ihn. Ja. Und träumst. Eigentlich den ganzen Tag. Eigentlich den ganzen Tag. Ja.
Und freust dich fast schon auf die Arbeit, weil er da ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe abends ins Bett und warte nur darauf, wieder aufzustehen morgen. Habt ihr denn so ein bisschen privaten Kontakt auch miteinander? Nee. Gar nicht? Nicht wirklich, nee. Also man trifft sich nicht mal irgendwie auf eine Pizza oder man geht mal ins Kino oder so, das macht man nicht? Nee, also so in der Mittagspause, wenn wir uns mal was zu essen zusammenholen, so, dann gehen wir auf jeden Fall zusammen raus, aber so abends nicht wirklich. Einmal habe ich ihn in der Disco getroffen. Ja, zufällig. Zufällig. Dann haben wir auch nur kurz geredet, aber ja. So wirklich mehr war da jetzt nicht. So. Wenn man so interessiert an jemandem ist, dann beobachtet man den ja ganz genau. Ja. Was würdest du sagen? Flirtet der ein bisschen mit dir? Ist der an dir auch in einem etwas Normalem, über das Normale hinaus interessiert? Also ich würde eigentlich sagen schon, aber man kann sich natürlich da auch viel einbilden. Ja, man biegt sich da gerne will. Auch ein bisschen hin. Ja, man interpretiert dann auch gerne zum Positiven, wo gar nichts hinzubiegen ist. Ja, ganz genau. Was weißt du privat über ihn? Ist er in einer Beziehung? Nee, der ist auf jeden Fall Single. Das weiß ich so vom Sprechen her. Also wir reden ja ganz normal eigentlich so auch zusammen. Ja. Auch so über private Dinge so ein bisschen. Also so spielt er Fußball, Single ist er. Ja. Ich glaube seit, ich weiß nicht, auch kurz bevor wir irgendwie die Ausbildung angefangen haben, da bin ich auch mit meinem Ex-Freund auseinandergekommen. Und ich meine irgendwie ein bisschen, also vor mir auf jeden Fall hat er seine Beziehung beendet. Ja. Wichtige Frage, die man ja auch mal klären muss. Steht er auf Mädchen? Ja, auf jeden Fall. Da steht er. Ja, denke ich mal schon, weil er hat auf jeden Fall von zwei Beziehungen geredet, die er schon vorher gehabt hat. Ja. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass er jetzt auch noch so orientiert ist. Heißt nicht unbedingt immer was, aber egal. Ja. Aber dann wären die Grundkoordinaten ja schon mal ganz günstig. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber du kannst überhaupt nicht einschätzen, ob er irgendwie ein bisschen auf dich steht, ob er dich charmant also findet. Also so schon mit Blicken her oder auch mal so, also wie man sagt, was ich lieb, das neckt sich irgendwie. Also das ist mal so zwischendurch necken oder so. Ja, aber andererseits flachst man so im Kollegenkreis ja viel rum und das muss auch dann nicht unbedingt immer was heißen. Ja klar, deswegen. Also ich weiß nicht, vielleicht denkt er ja auch genauso wie ich oder so. Vielleicht, das ist immer die große Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Was machen wir denn jetzt? Ja, das weiß ich selber nicht. Du hast natürlich recht, wenn du dich jetzt da offenbarst, kann natürlich das natürlich in der Arbeit alles ein bisschen verspannt werden, ne? Ja, und noch eine Freundin von mir, die arbeitet da, also die ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Mhm. Und also dadurch bin ich auch eigentlich mehr oder weniger so da reingekommen, weil sie halt auch so ein bisschen für mich dann geworben hat und so und gesagt hat, dass ich eine ganz nette bin und so. Mhm. Und ihr habe ich das auch noch nicht so wirklich erzählt. Also sie sagt immer, ja, findest du den toll oder ich weiß nicht. Mhm. Dann sag ich immer, nee, weil ich auch Angst habe irgendwie, dass dann da so die Runde kreist. Also. Ja, wäre ich auch vorsichtig. Also ich finde allerdings, wenn dich das seit einem Jahr beschäftigt, ist das für mich ein Zeichen, dass das wirklich schon tief eingeschlagen hat bei dir. Ja, auf jeden Fall. So, und dann finde ich, sollte man mal einen Schritt weiter wagen. Ja. Das muss ja nicht gleich bedeuten, dass du den morgen anrufst und sagst, ach, ich bin so verliebt und so. Ja. Nee, das nicht. Aber versuch doch mal kleine Schritte. Versuch doch mal irgendwas Privates hinzukriegen. Also vielleicht mal, ob man sich irgendwie trifft oder... Ja, du kannst es ja abschätzen, was passt. Passt Kino, passt Disco oder was da bei euch irgendwie so angesagt ist, was man so mal privat machen kann. Das kann man ja mal so ganz harmlos mal vorschlagen. Ja, ohne irgendwelche Hintergründe. Du hast natürlich deine Hintergedanken, aber ja, nach außen... Ja, klar, muss er gar nicht wissen. Nee, das muss er nicht wissen. So, wenn er darauf eingeht, heißt das auch noch nichts. Ja. Aber dann habt ihr schon mal einen privaten Rahmen, wo man dann hinterher ein bisschen noch reden kann. Man sitzt vielleicht in der Kneipe zusammen und so weiter. Ja, klar. Dann kannst du es wieder eher abtasten. Ja, so. Stimmt. Und wenn sich das dann etwas verdichtet, finde ich, dass die Liebe immer recht hat. Und dass auch keine rationalen Argumente von wegen, wir arbeiten zusammen und so, das geht nicht. Das ist alles Quatsch. Dann muss es auch gelebt werden und muss es raus. Aber ich finde, du musst erstmal abtasten, was bei dem los ist. Ob der irgendwie an dir interessiert ist. Wenn du meinst, der ist überhaupt nicht an dir interessiert, dann halt den Mund. Dann halt den Mund und versuche dich zu entlieben. Ja. Weil dann sonst steigerst du dich ja zu sehr rein und hast gar keine Freifläche mehr für jemand anderen. Ja, das weiß ich auch selber. Und deswegen glaube ich auch, ist das noch so ein Hindernis irgendwie, dass ich ihn überhaupt anspreche, weil ich halt Angst habe, dass er mich abblitzen lässt und dass ich noch 2 Jahre so ihn sehen muss oder mit ihm zusammenarbeite. So. Deswegen habe ich das auch so lange herausgezogen. Ja, aber dann musst du da durch. Ich meine, irgendwann ist das natürlich auch ätzend, wenn man nur rumträumt und immer den Speckwürfel vor der Nase hat und nicht ran kann. Das geht ja auch nicht.
Ja. Also ich würde mal diesen vorsichtigen Weg gehen. Taste mal so ein bisschen ab, guck, wie er reagiert. Wenn er mehr und mehr interessiert auch reagiert, ja, dann kann man sich ja auch noch mehr offenbaren, mal sehen, ja, klar, was dann passiert. Ja. Aber wie gesagt, wenn der komplett cool bleibt, dann musst du dich zurückziehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist der bittere Weg dann. Ja, im Moment fühle ich mich quasi wie so eine Maus, die nicht an ihren Käse kommt. Ja, 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 klar. Ich würde es auch keinem erzählen da. Das macht gleich die Runde, ja, und dann ist das alles kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Liebe Steffi, du hast jetzt einiges zu tun die nächsten Wochen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde es versuchen und ich hoffe mal, dass es klappen wird. Und dann würde ich sagen, ran an den Speck. Ne? Ja. Wenn es denn so, wenn es denn geht. Alles Liebe, toi, 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 alles Gute. Ja, und dann wollte ich noch sagen, ich weiß ja nicht, kann ja auch mal sein, dass er das jetzt irgendwie sieht und das so rauskriegt, dann wollte ich dann hiermit vielleicht auch nochmal dann den Simon halt grüßen. Oh! Und ja, vielleicht ist das ja auch noch der erste Schritt irgendwie. Das ist natürlich jetzt ein Hammer, ne? Ja, wenn er zufällig jetzt die Sendung also sieht oder hört. Mir ist auch wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich mal mit dir reden konnte, Domian. Dann sei aber jetzt hochgespannt, wenn du morgen, hast du morgen frei? Oder, ja, ich habe morgen frei, ich muss am Donnerstag erst wieder. Und er ist Donnerstag auch am Arbeiten. Ja, genau. Mann, oh Mann, oh Mann, wenn der das jetzt gesehen oder gehört hat hier. Ja. Simon. Ja, Simon heißt er. Simon, der nette Simon. Ja, doch. Der nette 25-jährige Simon. Ja. Toi, 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 Steffi, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Julian. Schönen Feiertag. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, apropos Feiertag, wir sind morgen nicht hier wegen des Feiertages. Da fällt die Sendung aus. Aber wir sind wieder da in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dann aber mit einer freien Themennacht, nicht mit einem Thema, sondern wieder, das heißt nicht wieder, sondern mit einer freien Themennacht Donnerstag auf Freitag. Und ab 0 Uhr könnt ihr dann auch wieder Donnerstag anrufen. So, Herzklopfen. Herzklopfen. 16 Jahre ist er alt und er heißt Dennis. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hi, Dennis. Hi. Du hast auch Herzklopfen? Ja. Doll? Ja. Sehr doll? Ja. Unerträglich doll? Ja, so nicht, aber fast. Erzähl, was ist los? Also, ich habe seit 2 Wochen einen Freund. Mhm. Der wohnt in Hamburg. Und wo wohnst du? In Dortmund. Boah, das ist ja schon, wie viele Stunden sind das? 3 Stunden? Ja, bestimmt. Was? Bestimmt. Ja. Wo hast du ihn kennengelernt? Ja, in Dortmund, auf einer Party. Auf einer Party. Wie alt ist er? Wie alt ist der Freund? 1 Jahr älter als ich, also 17. 17. Seit 3 Wochen, sagst du? Seit 2. Seit 2 Wochen? Ja. Ja. Da hat man noch großes Herzklopfen. Ja. Aber du sagst das so ein bisschen nicht nur freudig. Ist da irgendwas im Busch? Ja, also ich weiß nicht genau, wie mein Vater und meine Mutter darauf reagieren. Ah, verstehe. Die wissen noch gar nicht, dass du schwul bist. Ja. Du hast es noch nie angedeutet? Doch, einmal so spaßmäßig halt, mehr oder weniger. Ja, und wie haben die da dann darauf reagiert? Ja, ich habe mit meinem Vater da halt kurz mal einen Spruch gerissen halt, Papa, von wegen, was ist, wenn ich schwul werde? Ja. Und dann hatte er halt nur gesagt, ja, ich weiß nicht, wenn du schwul wirst, ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren werde. Klingt ja schon mal ganz okay. Ja, eigentlich schon, also, aber... Er ist nicht vor Entsetzen vom Stuhl gefallen. Ja. Das ist schon mal gut. Und deine Mutter, wie ist die so drauf? Ja, mit meiner Mutter habe ich noch gar nicht darüber gesprochen. Aber ihr lebt alle zusammen? Ja. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch 4 Geschwister. Ach so, noch 4 Geschwister. Wie sind deine Eltern denn eigentlich so gestrickt? Sind die eher so liberale Leute oder eher konservative Leute? Ja, also die nehmen meistens alles locker, aber Die nehmen es locker. Ja, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ja, jetzt geht's auch hart zur Sache, ne? Ja. Also nochmal zu der Verliebtheit. Du bist wirklich richtig volle Kanne in den Typ verknallt. Ja. Und das wird auch erwidert, von ihm, von seiner Seite aus auch. Ja, also körperliche Austausch hatten wir jetzt eher weniger. Na ja, gut, ist ja auch gerade erst 2 Wochen her. Ja. Müssen wir nicht gleich alles machen. Ja. Aber ihr telefoniert und chattet oder was macht ihr? Ja, telefonieren oft. Aber das ist ja schon ein Problem mit der Entfernung, finde ich. In deinem Alltag, du hast keinen Führerschein und das kostet Kohle, mit der Bahn da hochzufahren. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ja, also er hat auch Verwandtschaft hier in Dortmund, wo ich wohne halt. Ja. Ja, und eigentlich ist er auch
fast regelmäßig hier und dann können wir uns auch öfters treffen. Ach so, das heißt, er ist da irgendwie flexibler und er kommt eher nach Dortmund als du nach Hamburg. Ja. Ja, so, jetzt müssen die Eltern eingeweiht werden, dann wäre dir wohler, oder? Ja, auf jeden Fall. War er denn schon mal bei euch zu Hause? Nein. Nee, hätte ja sagen können, dass du einfach sagst, das ist ein guter Kumpel von mir und er kommt mal vorbei. Das habt ihr noch nicht gemacht. Nein. Ja. Wäre natürlich ganz schön, wenn das alles abgeklärt wäre und er könnte dann auch dich zu Hause besuchen. Das wäre super. Ja, ja. Das wäre das Beste. Dann muss man sich nicht irgendwie heimlich treffen oder irgendwo und weiß ich was. Ja. Wann ist denn das nächste? Wie oft habt ihr euch denn jetzt überhaupt schon gesehen in den 2 Wochen? Einmal. Einmal? Also ihr habt euch einmal kennengelernt und einmal gesehen? Ja. Ja. Und steht jetzt irgendwas demnächst an? Morgen ist Feiertag oder am nächsten Wochenende? Ja, am Freitag bis Samstag wollte er vorbeikommen. Wie aufregend. Ja. Wie aufregend. Ist es denn dein erster Freund? Ja, also ich habe erst eher so vor einem Jahr erst die Seite erkannt und ja, mir war es schon erst ein bisschen peinlich. Ja. Ja, also ist das erst der erste Freund. Erstmal, das ist natürlich wirklich irre aufregend, verstehe ich. Ja. Also, aber dir, du könntest dir nicht vorstellen, das erstmal so ein bisschen laufen zu lassen mit deinem Freund und die Eltern vielleicht, weiß ich, in ein paar Monaten einzuweihen? Ja, nee, eher nicht, weil meine Eltern und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Also, wir sagen uns fast alles. Ja, finde ich auch eigentlich toll. Und vor allen Dingen kannst du ihn dann auch ganz unbefangen zu euch nach Hause einladen. Und dann ist das alles netter und nicht so geheimhaltend, die ganze Angelegenheit. Dennis, also wenn das so Eltern sind, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, und ja, dein Vater auch im ersten Moment so reagiert hat, na okay, dann sag's ihnen. Also dann sag's ihnen, wenn du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Hast du, ne? Ja. Das heißt, deine Eltern haben dich schon sehr lieb. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe 3 Brüder und 1 Schwester, also. Ja. Und also alle meine 3 Brüder haben eine Freundin und ich bin mir schon ein bisschen unsicher. Also der einzige Junge, der als ein Junge als Freund hat. Ja, so ist es halt. So kommt es halt in der Welt und in der Natur vor. Deine Brüder, ja. Wie alt sind denn deine Brüder? Ja, etwas älter als ich. Also der Älteste ist halt jetzt 31. Ach so, so groß auseinander seid ihr. Ja. Ah ja, dann sind deine Eltern ja auch noch eine ganz andere Generation. Ja. Ja. Hast du auch ein bisschen Angst, dass deine Brüder irgendwie die Nase rümpfen? Ja, deswegen auch, ein bisschen schon. Ja. Wer ist dir der Vertrauteste in der Familie? Die Mutter oder der Vater? Eher die Mutter. Eher die Mutter. Ja. So, dann würde ich an deiner Stelle erstmal ein 4-Augen-Gespräch suchen mit deiner Mutter. Ja, weil mein Vater, der ist eher zielstrebig, also ja, heiraten, mit einer Frau Kinder haben und sowas. Ja, du bist ja 16, so weit wollen wir ja gar nicht denken. Ja. Selbst wenn du jetzt ein Mädel hättest, wollen wir ja nicht an die Ehe und auch noch nicht an die Rente denken. Ja. Das ist ja noch ein bisschen hin. Würde ich erstmal mit der Mama sprechen. Ja. Mütter haben da meistens immer eine gute Intuition, auch die Väter so ein bisschen vorzubearbeiten in solchen Sachen. Da wird dir ein Stein vom Herzen fallen, ne? Ja. Also, Dennis, ich würde dir sagen, ich würde dir da Mut machen wollen. Sprich deine Mutter, sprich deine Mutter an. Eine Schwester hast du auch noch, sagst du? Ja. Wie alt ist die? Jetzt 19. 19. Ja. Und wie ist die so in solchen Sachen drauf? Ja, schlimmer. Also die bezeichnet, also ein bisschen so, das Thema habe ich auch schon immer mit meiner Schwester gesprochen und dann hat sie mich halt immer so gehänselt ein bisschen. Echt? Ja. Ehrlich? So ist die drauf? Ja. Die dumme Kuh. Ja. Entschuldige, dass ich das so sage. Ach, ist nicht schlimm. Nee, das musst du jetzt durchkämpfen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber haben wir alle machen müssen. Musst du durch. Und wenn du es erstmal gesagt hast, dann ist es in der Welt und dann ist es auch, dann kann man es nicht mehr rückholen und dann müssen die lieben Verwandten und die Geschwister und Mama und Papa müssen sich dann auch damit arrangieren und abfinden. Ja. So, und ich bin da dennoch ganz optimistisch, was deine Eltern anbelangt, dass das gut läuft. Ja. So, und dann kannst du dich wirklich volle Kanne in deine Liebe stürzen und musst dir nicht auch einen Kopf machen wegen der Eltern. Ja. Also, ich würde so schnell wie möglich der Mutter erstmal sagen. Ja, okay. Und ich glaube, wenn die Mama dich richtig lieb hat, dann liegt ihr das Glück des Jungen am Herzen. Und dein Glück
ist im Moment in Hamburg. Und das wird sie dann schon fördern und unterstützen. Ja? Ja? Mhm. Mein Lieber, ich drücke dir richtig die Daumen und, okay, und grüß mir deinen Freund. Wie heißt dein Freund? Sebastian. Sebastian. Grüß du mir den Sebastian mal herzlich. Ja, danke schön. Alles Gute euch beiden. Alles Gute euch beiden. Tschüss. Okay. Tschüss. Michael, 18, guten Morgen. Guten Morgen. Hi Michael. Auch Herzklopfen? Ja, also es geht sich um eine OP. Oh, was Ernstes? Ja, das steht noch an. Bei dir? Ja. Ja, was ist das für eine OP? Die wird am Bauch gemacht. Also ich bin von Geburt an mit einem offenen Bauch auf die Welt gekommen. Ja. Und ja, das ist irgendwie sehr schwierig gewesen, meine Kindheit so. Ja, was bedeutet das? Man kommt mit einem offenen Bauch auf die Welt. Heißt das, dass wirklich die ganze Bauchdecke geöffnet war bei der Geburt? Ja. Und ist das dann direkt nach der Geburt vernäht worden? Genau, das ist dann alles gemacht worden. Mhm. Und jetzt habe ich halt einen künstlichen Darmausgang. Ah ja. Hast du den immer schon gehabt von Geburt an? Ja. Ja? Ja, und so gut komme ich damit nicht klar, so weil man weiß nicht, was andere denken, wenn man denen das so erzählt und so. Also das sind schon so Probleme, die ich damit habe. Ist das ein künstlicher Darmausgang für den Urin oder für den Kot? Für den Kot. Für den Kot. Mhm. Und diese Operation, die jetzt ansteht, was soll da gemacht werden? Da wird das entfernt. Ach, da wird dieser künstliche Ausgang entfernt? Ja. Und quasi in die natürliche Situation zurückversetzt alles? Genau. Aber das ist doch eigentlich dann ein großer Vorteil für dich, oder? Ja, das stimmt. Nur ich habe halt Angst vor der Sache. Da war gerade eine Störung. Du hast Angst vor? Hallo? Michael? Ah, da hat es gerade schon gepiepst. Ich habe so gedacht, dass das Handy wahrscheinlich leer war. Oder die Leitung. Oder der Akku. Dann machen wir weiter mit Jasmin. Jasmin ist 24. Guten Morgen, Jasmin. Ja, hallo Domia. Hallo Jasmin. Weswegen hast du denn Herzklopfen? Ja, bevor ich zu den Herzklopfen komme, wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich mich ganz doll freue, dass ich mit dir sprechen kann. Das freut mich auch, dass du das sagst. Du bist nämlich mein ganz großes Vorbild. Das oh, oho. Sehr nett von dir, vielen Dank. Ja, und zwar habe ich aus zwei Gründen Herzklopfen. Mhm. Ich hoffe übrigens, dass mein Akku gleich nicht auch leer ist. Ja, das hoffe ich aber auch sehr, ja. Ja, also ich versuche es schnell zu machen. Und zwar bin ich zum einen frisch verliebt und habe deswegen Herzklopfen. Ja. Und zum anderen, ja, habe ich so etwas wie eine Liebesphobie, könnte man sagen. Also ganz starke Beziehungsängste. Mhm. Und das ist quasi die andere Seite, weshalb ich auch sehr starke Herzklopfen habe. Oh, das verstehe ich. Das widerstreben sich ja zwei Pole, ne? Genau. Also, du bist frisch verliebt. Seit wann bist du frisch verliebt? Ja, eigentlich noch nicht so lange. Ich würde mal sagen, so seit zwei Wochen. Ja. Allerdings in jemanden, den ich schon sehr lange kenne. Ah, da ist die Liebe spät irgendwie so erweckt worden. Genau. Ja. Wie lange kennst du diesen Menschen? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren schon? Ja. Und jetzt seit 2 Wochen verliebt? Ja. Wie kam das? Ist selten, ne? Oder? Ja, ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass ich eben an diesen Beziehungsängsten auch schon gearbeitet habe in letzter Zeit und dadurch vielleicht ein bisschen offener geworden bin. Mhm. Und zum anderen, dass derjenige in einer Situation, in der ich ihn sehr gebraucht habe, für mich da war. Mhm. Ja, und mir das nochmal gezeigt hat, ja, dass ich mich auf diese Person sehr verlassen kann und wie nah mir diese Person steht. Mhm. Ja. Ja, ich finde ja auch, wenn man... letztendlich hat es ja vielleicht einen viel größeren Wert, wenn man jemanden schon sehr lange kennt und entdeckt dann das Gefühl der Liebe. Weil das viel tiefer und solider ist, als wenn man jemanden frisch kennengelernt hat und man ist euphorisch und das ist so diese übliche Feuerwerk. Dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, hat schon mehr Gewicht. Ne? Ihr habt ja schon eine gemeinsame Geschichte, da hat man sich schon kennengelernt, man kann den anderen einschätzen und so weiter. Wird das denn erwidert? Ja, das wird erwidert. Das ist ja super. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, das einzige Problem sind eben diese Beziehungsängste, wo ich auch nicht so wirklich weiß, wie ich die halt loswerden kann. Ja, Beziehungsängste bedeutet dann für mich, dass du schon öfters enttäuscht worden bist. Ja, also ich habe vor allen Dingen eine sehr traumatische Beziehung hinter mir. Ja. Und seitdem ist das eigentlich so. Also seit 6 Jahren bin ich eigentlich Single. Seit 6 Jahren? Ja. Du bist erst 24? Ja.
Wie lange dauerte denn diese dramatische Beziehung damals? Ja, also von 15 bis 18 war ich mit demjenigen zusammen. Mhm. Also schon, ja, für das Alter relativ lange. Und das war so dramatisch und so schlimm für dich, dass du seitdem dich von Männern zurückgehalten hast? Ja, also ich kann mich schon auf Beziehungen einlassen, wenn mir da nicht wirklich viel entgegengebracht wird. Also kein tiefes Interesse, sage ich mal, dann geht das schon. Mhm. Aber sobald halt jemand irgendwie auftaucht, dem wirklich etwas an mir liegt, wird es halt sehr schwierig für mich, weil das eben ja mit Nähe verbunden ist. Was war denn das Schlimmste damals in dieser Beziehung, die du so schlecht in Erinnerung hast? Ja, also das Schlimmste war letztendlich, dass ich mich aus dieser Beziehung nicht befreien konnte und extrem gedemütigt wurde. Mhm. Also mehr auf dieser Psycho-Ebene, jetzt nicht mit körperlicher Gewalt oder ja, so. Ja. Ja, und das Schlimme daran ist, dass ich mir einfach selber nicht mehr richtig über den Weg traue, ja, was Beziehungen angeht und deswegen halt eben so Angst davor habe, mich an jemanden zu binden. Ist das richtig, dass dieser Mann, in den du jetzt verliebt bist, könnte man sagen, dass das eigentlich ein ganz guter Freund viele Jahre war? Ja. Mhm. Mensch, Jasmin, was Besseres kann dir doch eigentlich gar nicht passieren. Dass ja, du, das weiß ich auch. Nee, wirklich. Dass du, wenn ich meine, das ist ja sehr ernst zu nehmen, wenn du 6 Jahre dich quasi zurückgehalten hast aus Liebe, aus Liebesgeschichten und von Männern, wegen dieser schlimmen Erfahrung. Ja, das, zumindest aus ernsthaften Beziehungen habe ich mich zurückgehalten. Ja, ja. Sagen wir es mal so, ja. Und dann kann dir eigentlich gar nichts Besseres passieren, dass wenn du dich jetzt auf jemanden einlässt, dass du dich auf jemanden einlässt, den du kennst, den du wirklich kennst. Wenn du jetzt jemanden neu kennengelernt hättest, kann man ja nie die Hand ins Feuer dafür legen. Da kann ja ganz viel passieren. Aber wenn man 7 Jahre jemanden kennt, dann... Ja, da kann man sich auch noch täuschen, aber das ist schon ein ganz, ganz gutes Fundament, finde ich. Ja, ich habe jetzt halt nur Angst, dass ich es dann irgendwie wieder ruiniere und es irgendwie nicht hinbekomme. Hast du es denn ruiniert damals? Bei wem? In der schlimmen Beziehung, nein. Das habe ich lange gedacht, aber inzwischen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so ist. Aber das... Das glaube ich auch. Wenn du mir gesagt hast, wenn du mir so sagst, dass du so gedemütigt worden bist in der Beziehung, hast du es nicht ruiniert, sondern er hat es ruiniert. Ja, da muss man aber auch erstmal zu der Überzeugung kommen. Aber die hast du ja mittlerweile. Ja, mittlerweile schon relativ oft. So, und jetzt serviert dir das Schicksal einen Goldschatz. Ja, ja, das so kann man so sagen, ja. Jetzt nimm ihn ganz vorsichtig. Mhm. Nimm ihn ganz vorsichtig und lasst euch aufeinander ein. Vor allen Dingen ist er auch wiederum ganz toll, er weiß ja um deine Vergangenheit. Ja, er ist auch sehr rücksichtsvoll und... Genau, ihm hast du bestimmt alles erzählt, ne, was damals passiert ist. Ja. Also die besten Koordinaten sind das. Ja. Und wie toll, dass es bei... Wie kommt das denn überhaupt, dass es bei ihm dann jetzt auch seit 2 Wochen... Bei ihm ist es, glaube ich, schon länger so. Und das Problem war bislang halt immer, dass ich mich eben nicht darauf einlassen konnte und das immer verhindert habe, dass da mehr draus entsteht. Und wie hast du das gemerkt vor 2 Wochen, dass das jetzt mehr ist? Also ich habe es zum einen dadurch gemerkt, dass ich in dieser Situation, wo es mir sehr schlecht ging, halt eben ihn bei mir haben wollte und niemand anderen. Ja, was eigentlich merkwürdig ist, weil ich eigentlich sonst immer meine beste Freundin bei mir haben möchte. Mhm. Ja, und dann einfach, weil ich es sehr genossen habe, dass er da war und auch unsere nächsten Treffen, es war halt einfach ein anderes Gefühl. Also ich glaube, da hat das Unterbewusstsein schon Signale gesetzt und das Herz hat da gesprochen. Ja, das glaube ich auch. Ja, wirklich. Jetzt musst du eine kleine Portion Mut aufbringen. Ja. Und über deinen Schatten springen. Ja. Ich glaube, dann hast du wirklich eine ganz große Chance, diese schlimme Vergangenheit, in der du 6 Jahre knabberst, das ist ja Wahnsinn, endlich zu den Akten legen zu können. Endlich. Ja. Also ich kann dich nur beglückwünschen, Jasmin. Danke. Wirklich, es klingt für mich ganz toll. Mhm. Und es ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, Mensch, komm, sei vorsichtig und vielleicht lieber doch nicht. Nein, gar nichts. Ja. Weiß er denn von seinem Glück schon? Ja, das weiß er schon. Das weiß er. Es fällt ihm natürlich dann vielleicht auch ein bisschen schwer daran zu glauben, weil ich eben diese Ängste habe und mich dann manchmal auch anders verhalte. Mhm. Ja, deswegen war es mir auch wichtig, das hier nochmal zu sagen vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht hat das ja auch nochmal mitgehört. Ich hoffe, ja. deswegen... Ja, ich glaube, er würde da auch einiges für tun und deswegen hoffe ich auch, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, das ist ein Wort. Ja. Und ich wünsche euch beiden alles Glück der Welt. Danke. Und geht es jetzt an und versucht es. Der Versuch ist es auf jeden Fall wert. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ah, hier ist er wieder, der Michael von Grade. Ist das von Grade, der Michael? Ja. Hallo? Ja, super, der bist ja wieder.
Da war dein Akku leer oder so. Oder? Ja, es war irgendwie alles weg. Michael, also du bist mit einem offenen Bauch geboren, hast du gerade erzählt, und hast immer noch einen künstlichen Darmausgang? Ja, genau. Und jetzt soll eine Operation gemacht werden, dass das alles wieder in die normalen Bahnen läuft. Genau, weil als ich dann geboren wurde, wurde ich direkt mit dem Hubschrauber nach Köln geflogen. Und dann wurde ich da vom Professor operiert. So, und da war meine Frage für meine letzte Frage gewesen. Eigentlich müsstest du dich doch jetzt dann freuen, dass das alles normal wird. Woher die Angst und warum das Herzklopfen? Weil der Arzt meinte, das wird nicht ohne Risiko laufen. Was für ein Risiko besteht denn? Dass ich im Rollstuhl sitzen könnte, und das wäre für mich richtig schlimm. Ach so. Weil ich einer bin, der gerne draußen ist und so rumläuft. Wie hoch ist denn das Risiko? 50-50. 50-50? Ja. Und das ist halt die Angst davor. Ist denn diese Operation schon richtig terminiert? Also ist es klar, wann das gemacht werden soll? Also wir wollten das nächstes Jahr machen lassen. Achso, es gibt noch keinen festen Termin. Nee. Aber dann schon bald. Ja, genau. Aber das, auf der einen Seite ist das auch gut, dass das gemacht wird, aber auf der anderen Seite hat man halt das im Kopf, was passieren kann. Also, wenn es gut läuft, kann es sein, dass du ein ganz normaler, gesunder, junger Mann bist danach. Genau. Dann ist alles wieder so einigermaßen okay. Genau. Das wäre das, was ich toll fände. Ja. Was ich mir auch sehr wünsche, so. Ohne jetzt, dass wir zu sehr medizinisch ins Detail gehen, vielleicht kannst du es ja auch gar nicht richtig erklären, aber ich frage mich gerade, wenn man so eine Darmoperation macht und den Darm zurücklegt, einen künstlichen Ausgang, ich verstehe nicht so richtig, dass ein Risiko besteht, dass man gelähmt ist hinterher. Ja, weil die müssen viel so entnehmen, so um etwas zu basteln, im Darm, weil der ist zu kurz. Na gut, das müssen wir jetzt auch nicht so klären. Wenn man dir das so gesagt hat, wird das schon auch stimmen. Ja. Was sagen denn deine Eltern zu der Situation? Ja, also die meinten auch, das wäre gut, wenn ich das machen würde, weil wenn es klappt, dann ist das ja alles super. Aber wir hören uns das auch erst an. Ja. Nochmal. Ist denn dieser Arzt, der das dann machen würde, kennst du den schon ein bisschen? Nee. Also es wird in Köln gemacht. Wer hat denn dir das gesagt mit 50-50 Risiko? Ein Arzt. Irgendein Arzt. Also gar nicht der Chirurg, der das dann durchführen würde. Nee, aber in Aachen in der Uniklinik, da wurde mir das gesagt. Warst du dabei? Das hat man dir gesagt. Ja, das habe ich mitgehört. Und dann wird das halt jetzt so gemacht, dass wir das in Köln machen lassen, ja, weil da sind spezielle Ärzte, die sowas. Also, weißt du, da würde ich wirklich, du hast ja Zeit, da kann man ja mal einen Termin machen. Da würde ich einen Termin machen bei diesem Chirurgen, der diese Operation dann wirklich durchführt. Und der soll dir das nochmal wirklich haarklein erklären. Ja. Und er soll dir auch einen Rat geben. Ich meine, er kennt ja dann deine Krankenakte und alle Fakten. Wie er es einschätzt, das hilft einem dann ja auch schon mal weiter, wenn man die Person persönlich kennt, wenn man einen Eindruck hat. Und ja, wenn die Person sagt, ja, es besteht ein 50-50 Risiko, aber ich empfehle es Ihnen zu machen, und das macht ja ganz viel aus, wie einem so ein Arzt rüberkommt und was für ein Gefühl man zu diesem Arzt hat. Ja, das stimmt. Deswegen wollte ich mir das auch ganz genau anhören. Würde ich unbedingt machen, würde ich ganz bald organisieren. Es ist deine Gesundheit, dein Leben. Und ja. Und wenn dir da irgendwas komisch vorkommt, würde ich da auch erstmal zurückgehen. Und es gibt sicher auch noch andere Universitätskliniken, wo man das machen lassen kann. Ja. Ja, ich komme auch mit der Situation nicht so gut klar, so mit Leuten drüber zu sprechen. Das fällt mir sehr schwer. Ja. Deswegen war das auch dann eine Überwindung, hier anzurufen. Ja, das war eine Überwindung, ja. Umso schöner, dass wir jetzt noch ein bisschen haben reden können. Aber nun ist die Sendung leider vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich möchte aber gerne, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ich möchte dich nicht so ganz allein jetzt hier in die Nacht entlassen. Okay. Ja, dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss, mein Lieber.
So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Annette Bastian und Axel Dülmann. Morgen sind wir nicht da, morgen ist Feiertag. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wir sind um 1 Uhr hier im Radio und im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.